Die Abhängigkeit von Computerspielen gilt voraussichtlich ab 2022 als offizielle Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation nimmt Spielsucht als Diagnose in den Katalog der Krankheiten auf. Das Suchtpotenzial von Online-Rollenspielen gilt als besonders hoch. Denn wer spielt, ist Teil einer Gruppe und fühlt sich dazugehörig. Diesen virtuellen Freundeskreis verbindet eine gemeinsame Aufgabe: gegen Ungeheuer kämpfen, Rätsel lösen, Städte bauen. Vorankommen bedeutet Anerkennung und Lob von der Gruppe. Ein Ziel oder Ende haben diese Spiele oft nicht. Im Gegenteil, Anreize regen dazu an, immer weiter zu spielen. Im Extremfall verbringen Spielsüchtige ihre gesamte freie Zeit mit Spielen. Wer abhängig ist, kann nicht oder nur schwer kontrollieren, wie lange oder wie oft er spielt. Das Spielen bekommt dann Vorrang vor allem anderen. Freunde, Beruf, Hobbys oder sogar Essen und Hygiene werden vernachlässigt. Und trotz negativer Folgen spielen Spielsüchtige weiter und weiter. Sie können nicht aufhören, auch dann nicht, wenn das Spielen zu massiven Schäden führt. Zu Problemen in der Schule oder am Ausbildungsplatz, mit Freunden oder der Familie. Spielsüchtige leiden nicht selten unter Schmerzen, werden krank oder vereinsamen. Dann kann eine Therapie helfen. Informationen und Hilfe gibt es hier: insnetzgehen.de und suchthilfeverzeichnis.de.